Und weiter, let's play Tropico 5. Wir befinden uns hier gerade in einem Rebellenangriff. Den müssten unsere Streitkräfte allerdings ohne große Probleme niederschlagen können, diesen Angriff. Da bin ich eigentlich recht guter Dinge. So, sehr schön. Dann schauen wir mal. Irgendwas wollte ich vorhin tun. Ach genau, ich wollte einen Trupp aussenden. Das muss jetzt aber halt erstmal warten. Und ja, wir bauen momentan viele Sachen, also haben hier ordentlich Präsident, Baustellen. Ich zittere, Sie zittern, alle zittern. Oh nein, ein Erdbeben, eine weitere Naturkatastrophe, die sich hier jetzt noch in unseren Weg stellt. Wir haben das hier nicht Erdbeben Baustellen. Ist vorüber. Okay, wir leben fünf, noch. Zeit über mein Leben und meine Entscheidung nachzudenken. Fertig. Fertig. Und jetzt inspizieren wir die Schäden. Okay, ja gut, wir haben ein paar Schäden davongetragen, allerdings jetzt auch nicht wirklich schlimme. Das hätte deutlich schlimmer kommen können, deswegen bauen wir alles wieder auf. Haben sicherlich vielleicht auch ein bisschen Aufbauhilfe bekommen. Wir haben die Rebellen besiegt. Ich habe mit nichts anderem gerechnet. Jetzt können wir direkt mal einen Erkundungstrupp ausschicken, denn ich habe hier noch ein Vorkommen gefunden, worum ich mich bis dato nicht gekümmert habe. Dummerweise nicht gekümmert habe. Und deswegen geht's weiter. So, alles klar. Wir haben wieder 10.000 Euro oder Dollar. Ja, wir können die Demonstranten kaufen. Langsam reicht mir das jetzt. Wir machen die jetzt mal hier militärisch platt. Und das reicht jetzt langsam. So, okay, der Handel mit Stahl wurde abgeschlossen. Das heißt, wir brauchen einen neuen Handelspartner. Stoff beispielsweise. Ja, das können wir machen mit den Ali, mit den Achsenmächten. Und ja, wenn ich nichts Besseres finde, dann benutzen wir sogar beide Schiffe dafür. Ja, wir können auch Kakao nehmen, aber da reicht unser Dings nicht. Baumstämme, Brauxit. Ja, gut. Arbeiten wir jetzt eben mal mit den Achsenmächten zusammen. Die haben momentan die besseren Handelsrouten. So. Gut, was haben wir Wenn hier noch? Wenn Ihre Ohren von dem ganzen Herumgeschrei mit den Vertretern der Achsenmächte klingen und Sie diese bajuwarischen Trinklieder nicht mehr hören können, gibt es eine Alternative. Okay. Nein, das werden wir nicht machen. Wir werden weder den Achsenmächten noch den Dings beitreten. Das werden wir definitiv nicht tun, denn das bringt für uns nur Probleme. Und auf solcherlei Probleme habe ich keine Lust. Wir werden jetzt gleich noch die Alliierten einladen, sobald hier unsere Dings fertig ist. Unsere Botschaft, wir haben nur momentan klar noch andere Sorgen. Das dürfte auch klar sein. Wir bauen jetzt einfach hier nochmal, wenn wir da noch eine zwischenkriegen, noch eine Kaserne. Hier so. Ja, das passt schon. Hier passt auch noch eine hin. Bauen wir noch zwei Kasernen. Und dann sind wir auch, glaube ich, mit der Aufrüstung der Insel hier relativ gut dabei. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die hier gleich mit weiß Gott was für eine Armee kommen werden. Von daher müssten wir hier jetzt eigentlich gleich genug Streitkräfte beisammen haben, um diesen Angriff eben abwehren zu können. So, das sind auch noch 32 Monate. Vielleicht überlege ich mir bis dahin ja nochmal was, aber das passt schon. So, gut. 47% Zufriedenheit. Der Orden hat seine Kontakte über. Ja, das zahlen wir, das kennen wir schon. Solange die geschwächt werden, ist uns da alles recht. Ist hier der Aufklärungstrupp eigentlich schon fertig? Das war gar nicht hier. Hier war es auch nicht. Wo war es denn? Dann muss es hier gewesen sein. Und das ist ein weiteres Goldvorkommen. Ich werde ja verrückt. Und das liegt da die ganze Zeit, ohne wirklich benutzt zu werden. Da blutet mir ein bisschen das Herz. Da müssen wir natürlich sofort ein Bergwerk reinsetzen. Und auch dementsprechend hier mit der Straße hantieren. So, gut, angeschlossen. Und hier haben wir mal wieder keine Arbeiter. Wie soll es anders sein? Das geht mir echt auf den Sack. Wir müssen hier einen Manager nehmen. Die Tropikaner erwarten Wahlen für das nächste Jahr. Okay, 100.000 heulende Höllenhunde, Präsidente. Okay, ja, diesmal möchte ich keine Wahl haben. Das ist natürlich nicht so in deren Sinne, das ist mir schon klar.
aber trotzdem, das ist nicht so gut. So, Gewerkschaftler, Arbeitsqualität steigt um. Ja, das nehmen wir mal. Also diese Goldminen, die brauchen wohl alle Manager, sonst scheint das hier nicht so gut zu laufen. Aufseher, Gebäudeeffizienz steigt. Puh, das ist anstrengend. So, gucken wir mal. Letztes Jahr verhungerten 9 Menschen. Wie kann das denn sein, dass hier Menschen verhungern? Okay, da müssen wir dann mal irgendwas für erlassen. Wir haben natürlich auch die Möglichkeit, hier sowas zu machen. Militärischer Drill. Alle militärischen Einheiten sind 5 Jahre leistungsfähiger. Noch nicht. Volkszählung, Baugenehmigung, Stadtentwicklung. Die senkt die Kosten aller Wohngebäude 2 Jahre lang um 50%. Vermögenssteuer. Dann haben wir Karneval zu den Waffen, Steuersenkung, nichts ist umsonst, Extraktion, Stadtentwicklung, Prohibition, kostenpflichtige Krankenpflege, Schmutzkampagne, globaler Forschungsdrang, Sozialversicherung, Bildungsprogramm, okay. Ja, wir haben, ich sehe jetzt gerade nichts, was wir hier irgendwie finden würden. Stadtentwicklung, Baugenehmigung, kostenpflichtige Krankenpflege ist nicht gut, Schmutzkampagne, Agrar, Industrialisierung, Sozialversicherung. Okay. Kriegsrecht. Militärischer Drill. Nichts ist umsonst. Erhöht den Nahrungsverbrauch. Gut, militärischer Drill, 5 Jahre. Wenn ich mir das angucke, 25 Monate. Ja, dann können wir das eigentlich erlassen. Dieser militärische Drill, das passt schon. So, gut. Wunderbar. Rumexport ist auch bald fertig und wir schauen mal, wie es hier mit dem Rest so aussieht. Was die Welt befindet noch? Sich im Krieg. Besitzen Sie eine Militärbasis? In Europa braut sich etwas wirklich Großes zusammen. Okay, Pläne wir unterstützen mal Schlachten. Die Alliierten. Da sind wir eher für. Und dann läuft das doch. Gut. Dann, wie geht's weiter? Hier eine Kaserne. Ja, die wollen wir noch fertig bekommen am besten. Genauso wie diese Kaserne auch fertig werden muss. Und ansonsten müssten wir jetzt bald eigentlich hier auch mal ja mit der Zufriedenheit ordentlich nach oben schwillen. Denn es ist ja eigentlich jetzt für viele Sachen gesorgt. Okay, vieles ist halt noch nicht fertig. Hier... Schneller Bau kostet 3000, das werden wir mal machen, wir können es uns momentan leisten. Was haben wir hier? Eine katholische Mission, die bauen wir auch schnell auf. So, dann haben wir hier die Klinik, den kleinen Laden und das macht schon was aus, hier diese verdammten Mietskasernen. Das bringt uns schon einiges nach vorne. Jetzt gucken wir mal kurz, wie hier der Stand der Dinge ist. Sicherheit ist gut, Unterhaltung ist nicht so toll, aber eigentlich in Ordnung. Nahrung, okay, Nahrungsvielfalt 5, da müssen wir ein bisschen dran schrauben. Die Gesundheitsversorgung ist nach wie vor schlecht und Wohnraum auch. Okay, Gesundheitsversorgung brauchen wir also mehr. Ja, hier in die Nähe des Militärs muss man dann wahrscheinlich nochmal irgendwie eine Klinik bauen. Gut, wenn es so sein soll, dann soll es eben so sein. Die machen wir auch direkt mal fertig. Boom. Gucken wir, ob wir dafür Arbeiter bekommen. Ansonsten, ja, das sind natürlich schweineteure Gastarbeiter. Das ist mir schon klar. Okay, wir haben aber noch ein paar davon. Hauswirt. Erhöht die Wohnqualität von Gebäuden in der Nähe. Taktika. Gebäude hält Angriffen besser statt. General. Okay, da wollen wir hier mal einen General einstellen. Warum eigentlich nicht? Manager. Der General, der soll mal ganz schnell hier rein. So.
Hier haben wir jetzt auch mittlerweile Ärzte, das ist gut. Ja, wir haben immer noch nicht geschafft. Unsere tapferen Soldaten kämpfen gegen Tyrannen. Okay, exportieren Sie das. Hier haben wir tatsächlich aufgebaut. Das ist sogar schon alles fertig. Taverne, wo ist die Universität? Botschaft, hier ist zumindest eine Highschool. Bibliothek. Ich meine, wir hätten auch eine Universität gebaut, oder? Vertue ich mich da gerade mit. Botschaft. Bibliothek, Botschaft. Ah, hier, das ist die Universität, okay. Na super. Ja, wunderbar. Das schmeckt doch ganz lecker. Und dann, ja, wir sehen, wir machen auch ein paar Fortschritte jetzt hier. Gut, wir müssen vielleicht einfach nochmal hier, sagen wir mal, auch nochmal eine Klinik bauen. Das ist ja, das sind ja relativ kleine Ausgaben, diese Kliniken. Aber sind halt notwendig, obwohl das momentan funktioniert. Was haben wir hier? Ein Casino können wir bauen. Und ein Casino wird sicherlich Plus geben hier bei solchen Sachen. Das, naja, sind wir mal nicht so dreist, das hier direkt neben die katholische Mission zu stellen, sondern ja, bringen wir es mal hier so hin, das Casino. Das dürfte eigentlich in Ordnung sein, obwohl das können wir auch hier in unsere Wohnsiedlung reinbringen. Warum eigentlich nicht? Da wohnen halt viele Menschen und die sollen ja auch mal eine gute Möglichkeit bekommen, Spaß zu haben. So, hier bringen wir es hin. Außerhalb des Stromnetzes. Ah ne, da ist ja die Mine. Ja, hier ist schon in Ordnung. Außerhalb des Stromnetzes ist kein Problem. Dafür gibt es hier im Spiel die sogenannten, lass sie mich nur finden, Umspannwerke, die kommen hier ganz in die Nähe und dann wird's was. So, 11 Monate Waffenstillstand haben wir noch. Wir bauen die Mietskaserne hier mal schnell fertig. Die Mietskaserne. Ich bin so wütend! Ich kann nicht glauben, was gerade passiert ist. Okay, Menschen rebellieren mal wieder. 6 verräterische Einheiten wurden gesichtet. Das gibt also wieder ein bisschen Krieg jetzt hier. Was soll's? So, was haben wir hier? Armee entsenden, befindet sich im Kampf. Ja, wir können Kamerad Präsidente, das Rote Buch sagt, dass die Menschen der... Okay, erhöhen Sie die Nahrungszufriedenheit. Na gut, das können wir tun. Ich weiß noch nicht ganz, wie wir das machen sollen, aber da wird uns wahrscheinlich schon was einfallen. Wir können ja theoretisch hier auch noch ein paar Farmen bauen. Das ist sowieso ein bisschen verschenkter Platz hier, den wir hier vorne so haben. Da gucken wir mal, ob wir hier vielleicht noch das ein oder andere hinbauen können. Beispielsweise haben wir, glaube ich, noch keinen Mais, wenn ich mich nicht vertue. So, das wäre doch zum Beispiel eine schöne Möglichkeit, hier noch ein bisschen Mais anzupflanzen. Das wird, glaube ich, hier auch ganz gut funktionieren. Schauen wir mal, dass wir das hier auch direkt fertig bauen. So, und dann haben wir hier sogar noch die Möglichkeit, ein paar Farmen zu bauen. Hier zum Beispiel eine für Schweine. Nicht genug Weiden in der Nähe. Ah, okay. Hier vielleicht. Können wir das so bauen. Das funktioniert. Dann können wir hier noch Ziegenmilch. Ja, können wir hier noch eine Rinderfarm hinbauen. So, dass wir da auch wirklich immer mal wieder ganz gute Fortschritte machen. So, 51%. Ja, wir machen jetzt trotzdem, obwohl ich der Meinung bin, dass wir eigentlich gut genug ausgerüstet sind, wollen wir doch nochmal ein bisschen was zu oder ein bisschen zulegen hier in Sachen Sicherheit. Ich habe keine Lust, das jetzt hier zu verlieren wegen 1-2 Einheiten. Deswegen bauen wir jetzt per Schnellbau einfach nochmal. Okay, per Schnellbau machen wir momentan gar nichts, weil wir keine Kohle haben. Ach je. So, die Nahrungszufriedenheit ist aber nach wie vor nicht gestiegen, was mir jetzt ein bisschen Rätsel aufgibt hier. Wir haben doch Kaffee, wir haben Baumwolle, wir haben Bananen, wir haben Tabak, wir haben Zucker. So, wir haben Mais, wir haben mehr Mais, wir haben Bananen. Okay, dann können wir das hier zum Beispiel mal in Ananas ändern, beispielsweise. Kommt zwar eigentlich nicht so gut hier, aber egal.
So, dann haben wir da noch ein bisschen mehr Nahrungszufriedenheit. Arbeiter aus unserer Textilfabrik streiken. Wieso streiken die? Ja, nehmen ein bisschen mehr Geld. Und dann geht mir nicht auf den Sack. Ach, das war die Stahlfabrik, ne? Nicht die Textilfabrik. Der Orden hat seine Kontakte überall. Ja, das zahlen wir auch nochmal, aber dann müssen unsere Streitkräfte ja normalerweise reichen. Ja, so, was ist hier los, ihr verdammten Mistkerle? Streiken wir. Der Orden kann Ihnen keine Zeit mehr kaufen. Ja. So. Ja, ich kaufe die Streikenden einfach. Was ist hier noch los? Der Hütte nicht. Zigarrenfabrik, haben wir keine Arbeiter mehr. Also ich weiß nicht, wo uns hier die ganzen Arbeiter ständig hinlaufen. Aber wir müssten jetzt sowieso hier bald diesen Level geschafft haben. Also mich würde es echt sehr, sehr wundern, wenn wir das nicht hinkriegen würden. Ich weiß nicht, ja, wahrscheinlich jetzt, weil Krieg ist, müssen wir jetzt hier irgendwie alle arbeiten oder rumkriegen. Ich weiß nicht, was hier los ist, aber irgendwas stimmt hier auf jeden Fall nicht. So, dann wollen wir mal gucken. Okay, gegnerische Streitkräfte, unsere Streitkräfte. Cheerio, alte Junge! Die Stimmung in den USA ist an einem Tiefpunkt angelangt. Horrible. Wenn ich eins nicht ertragen kann, dann die Traurigkeit. Okay, exportieren Sie Obst, warum auch nicht. Nahrungszufriedenheit ist ein bisschen oben. Rumexport, na das hätte ich wenigstens noch gerne geschafft. Okay, ich weiß nicht, ich glaube, wir befinden uns schon ein bisschen in der Überzahl hier. Hoffe ich mal, dass wir hier diese scheiß Panzer platzieren. Das wäre ganz wichtig. Ja, mehr hier. Habt ihr nicht drauf? Den hätte ich gerne platt. Ergebt euch und lebt! Okay, Gesundheit geht runter. Da ist aber Infanterie. So, der hier. Ergebt euch und lebt! Okay. Die sind auch down. Ja, schauen wir mal, wie das hier aussieht. Aber ich glaube, gemeinsam wir haben mit ganz Adriana gute Möglichkeiten. Haben Sie ja, die Möchtegern-Eroberer vernichtet. Ihr Zusammenspiel war schön anzusehen. Na wunderbar, wir haben es also geschafft. Familiendynastie, Joker. Ja, wunderbar, haben wir geschafft, um die Wahl abzubrechen. Die Wahl bestätigen, fertig. Let's go. Okay, damit haben wir den ersten Krieg dieses Spiels quasi überlebt. Naja, ein wirklicher Krieg war es nicht. Es war eine kleine Invasion, die wir aber direkt mal zurückgeschlagen haben. Und deswegen alles gut, wir haben es geschafft. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.